Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich habe gerade noch, ich wollte gerade sagen, ich habe doch gerade noch einen Hinweis gehabt, dass hier ein Schlüssel sein sollte. Ist wahrscheinlich unter der Erde oder so. Schwer bewacht für eine Gruft. Die Toten werden sie sicher nicht beschützen. Schwer bewacht für eine Gruft? Was, wie, wo? Wovon reden wir? Sammeln natürlich alles ein, was geht. Und schauen mal eben, was es hiermit auf sich hat. Sie wurde wohl verriegelt. Okay. Ja, ich habe da oben doch die Sache mit dem Schlüssel gesehen, aber wie soll ich den bitte nehmen? Das sah aus, als ob der hier. Da ist auch jemand drin. Da schauen wir auf jeden Fall später auch noch nach. Wir gehen jetzt erstmal der Hauptquest nochmal weiter nach. Okay, das ist auch Sperrgebiet. Da sind zwei Wachen. Und irgendwo in der Richtung sollte eigentlich. Ja, komm, was willst du machen? Willst du rüberkommen? Moment mal, Fremder. Na komm. Ich bleib lieber wach. Komm. Komm. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal eben schauen. Wo ist er jetzt? Da sind anscheinend keine Wachen. Der hat gesagt, schwer bewacht. Das irritiert mich ein bisschen. Okay, da sind zwei Wachen. Ja, komm. Komm, mein Hübscher. Komm her. Ja. Gibt es etwa Ärger? Folge dem Pfeifen. Und mach schnell, sonst kommt der eine wieder. Ich hab's gewusst. Was ist denn da los? Ja, komm, guck es dir an. Komm, mein Kleiner. Schön zum Busch. Komm zur Mama. Fein gemacht. Okay. Du darfst aber auch gerne plündern, Mädel. Jetzt. So, die Frage ist jetzt da hinten. Der wird mich hoffentlich nicht sehen. Hier ist anscheinend keiner.
muss irgendwo hier unten sein. Wo versteckst du dich, Burgred? Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe doch gerade noch was gehört. Von dieser verdammten Gruft kriege ich Gänsehaut. Kein Thema, mein Kleiner. Gleich hast du keine mehr. Viel war jetzt hier aber nicht drin. Ich dachte, hier ist irgendein Buch drin oder so. Na gut. Da unten gibt es noch was. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Oh Moment, da ist noch was. Was leuchtet denn da eigentlich? Proviant wahrscheinlich, oder? Ah, okay, du mal auf die andere Seite. Ja, ist Proviant, okay. Und wir haben den Blick der Nornia erhalten. Und machen mal kurz eine... Nee, wir machen keine Zwischenspeicherung. Obwohl wir dem System schon lange nicht mehr trauen. Na, muss das mit den Spinnenweben denn so extrem dargestellt sein? Habe ich mich gerade erschrocken. Oh. Okay, ich würde sagen, ich schaue erstmal hier unten nach. Sitzt eine Wache mit Schlüssel. Ich bin sicher ganz nah dran. Mein Magen knurrt. Ich hatte sein. Oh, wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht euer Ernst, dass das explodiert, wenn ich den Typen per Attentat töte. Also, bescheuerter geht's nicht, oder? Hier scheinen zwei Leute drin zu sein. Die Frage ist... Der sollte mich doch nicht sehen. Das sollte doch ein Attentat werden, Mann. Mein König! Eindringlinge! Finde den Schlüssel. Ich denke, den hatte er jetzt gerade dabei. Ach so. Die hat den gar nicht gelootet, okay. Okay. Ach so, das ist er schon. Nein, das kann nicht sein! Zurück!
Das ist ein Brotmesser, Burgred. Willst du mich mit Butter beschmieren? Zurück, habe ich gesagt. Ich werde kämpfen. Wenn du drauf bestehst. Du wirst mich töten müssen. Zu deinem Glück wird es soweit nicht kommen. Ich bin hier der König. Ich! Ich gebe nicht nach. Muss ich den jetzt nur K.O. schlagen oder warum nimmt die jetzt keine Waffen? Ja, das würde ich ja gerne. Wir müssen jetzt los, sonst verpassen wir noch die Krönungszeremonie. So, kann ich jetzt endlich mal erstmal die Schätze hier holen, ja? Leofrids Vergeltung, Tan Leofrid. Deinem Wunsch entsprechend habe ich einige Veränderungen an der Dänenaxt vorgenommen, die du mir gebracht hast. Du wirst bemerken, dass der Schaft, der Bauch und der Nacken für einen Mann deiner Statur angepasst wurden. Sie zu schwingen wird etwas anstrengender, aber du wirst dich daran gewöhnen. Wie immer habe ich die Schneide geschärft. Damit lassen sich Haare spalten, also pass auf deine Finger auf. Ich hörte, es sei eben diese Axt, die man einst aus deiner Schulter zog. Gefällt mir. Liebe Grüße an jenen Dänen, den du damit spaltest. Rudotscher oder sowas. Ah, wir haben jetzt die Axt, okay. Sehr schön. Entführe den König. Ja, ich war eigentlich noch nicht so weit, dass ich ja alles durchgeguckt habe, meine ich. Wir müssen nämlich noch nach unten. Ups. Okay, das ist gut. Er kommt auf jeden Fall freiwillig wieder hier hoch. Gehst du jetzt runter? Ah, einen Speer haben wir bekommen. Sehr schön. Ist aber auch echt dunkel hier unten. Packt die denn jetzt? Ich sehe es nicht so richtig, aber ich glaube ja. Ja, okay. Nee, das war die falsche Seite. Da war die Treppe. Da war auf jeden Fall noch was. Nicht weglaufen, weil da hinten ist noch irgendwas Schatzmäßiges. Na komm. Echt so dumm.
war anscheinend eine Schlange. Oh, hier geht's noch rein. Hier ist ein Ausgang. Okay. Es ist aber nicht der Ausgang, durch den ich reingekommen bin. Hallo? Hast du die Truhe mal langsam? Okay. Ich bin nämlich von hier gekommen. Ist natürlich die Frage, wo jetzt die meisten Wachen stehen. Aber ich würde sagen, es könnte sicherer sein, wenn wir da wieder rausgehen, wo wir auch reingegangen sind. Links schläft einer. Rechts habe ich auch gerade was gesehen. Lustigerweise bin ich damit auch unsichtbar. Da sind zwei Wachen. Aber mit Leo viel zu eilig ausgeritten. Was ist denn nur los? Wollte er nicht sagen. Strengste Geheimhaltung. War das ein Befehl des Königs? Und wir sollen einfach hier bleiben? Sind wir doch leichte Beute. Hör einfach auf zu heulen, sonst sind wir genau das. Sei gefälligst etwas leiser. Aber mir gefällt das nicht. Ganz und gar nicht. Oh je. Jetzt kommen sie alle. Du da, halt! So, waren das alle? Aber schön und vor allen Dingen sehr nett, dass der König wenigstens keinen Mucks von sich gibt, während wir ihn hier rausschleppen. Du denkst, ihr habt gewonnen? Von wegen. Leofred, ich habe ihn entsandt, um euch zu vernichten. Schweig. Du weißt gar nicht, was euch allen noch blühen wird. Nein, ach, du sollst es drauflegen, Junge. Beziehungsweise Mädel. Ihr seid ein Schandfleck dieser Erde. Ihr allesamt. Eine lästige Plage. Ihr habt Mercia nicht verdient. Halt die Klappe. Der Sieger trägt die Beute davon. Man muss gewinnen, um Mercia verdient zu haben. Her! Ich glaube, das waren gerade Wölfe. Das war wohl eher keiner von uns. Das ist wohl auch keiner von uns, wie ich annehme. Hey, aber...
Wo bin ich denn? Eivor! Hier entlang! Wir müssen los. Schnell. Gleich hinter dir. Ja, wohin? Her! Leute. Nee, ich will nicht mit diesen Idioten kämpfen. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Scheiße. Aber da muss ich streng genommen hin. Und zwar komplett geradeaus durch. Eieiei. Oh, wollt ihr mich verarschen? Okay. Konntest du die Fackel vergessen? Ich sagte doch, wir müssen das Haus in Brand stecken, damit sich der Raubzug Okay. Würde ich mich gerne drum kümmern, aber nicht jetzt. Ich weiß nämlich nicht, ob die noch immer auf meinen Fersen sind. Kennst du das? Nein! Nein, ihr! Ihr gottloses Ungeziefer! Tja. Damit kommt ihr nicht durch! Das. War das Absicht? Alles ist im Wandel, Bogret. Es fehlt nur noch die Krönung. Ein Vitenagemot mit den hohen Leuten von Mercia. Bogret, mein Herz! Meine Teure, bist du verletzt? Haben sie dir wehgetan? Nein, mir geht es gut. Wir müssen weiter. Dein König wartet schon. Der Tod erwartet euch, Dan. Euer Ende war beschieden, als ihr es auf mich abgesehen hattet. Dafür habe ich gesorgt. Die Eiferer werden euren Namen bald kennen. Wo auch immer ihr seid und wie weit ihr auch reist, sie werden euch finden. Genug Gepiepse, du fiepsender Sperling. Lass meinen Bruder den Irren von Tamevjord sein. Eiferer. Was meint er damit? Lass ihn reden. Das sind verzweifelte Drohgebärden. Mehr nicht. Oh nein. Geh ein Stück mit mir, Wolfsmal. Es ist noch Zeit bis zur Zeremonie. Wohin denn? Ich habe kein bestimmtes Ziel. Ich will nur feiern. Hätte ich gar nicht von dir gedacht. Du hast ein düsteres Urteil über mich gefällt, was? Das ist nicht schlimm. Denn ich habe mir auch eine Meinung über dich gebildet. Führst du ein Lamm zur Schlachtbank? Siehst du, was ich meine? Düster. Zu düster. Lauf doch nicht vor mir weg. Ihr da! Verschwindet! Setz dich. Ich weiß, ich war ein Arsch. Ja. Du bist eine gute Kriegerin, das respektiere ich. Mögen alle wissen, dass Ivar der Knochenlose Eivor als Freundin betrachtet. Wer nennt dich Knochenlos? Ein Wurm in Irland. Hab meinen Speer in seinen Eingeweiden gesäubert. Er nannte mich Knochenlos, weil ich mich wie Schilf im Wind bewege. Nicht, weil du immer zu betrunken zum Pflügen bist? Mhm. Valhall. Dorthin zieht es mich. Ich kann das Blut riechen und den Met schmecken. Ich werde mit meiner Axt in der Hand neben dem Hohn sitzen. Ein passendes Ende für einen Ragnarsson. Sollte man meinen, was? Ich, Halfdan, wir werden dort sein. Aber Ober, nein. Wir jagen nicht demselben Sieg nach. Nicht mehr. Was will Ober denn? Er will irgendwo auf einem Bauernhof alt und fett werden. Geben von lauter kleinen Obers. Er will einen Erben. Davon träumen viele. Träger nicht. Dringer wie wir träumen von anderen Dingen. Früher war es nicht so, aber Englerland hat ihn verweichlicht. Wie war er denn früher? Wie ich. Grimmig,
wild. Bei allem Respekt, aber ich glaube, niemand ist wie du. Sollte das ein Kompliment sein? Ich meine nur, dass die Dinge früher einfacher waren. Wenn es dich so sehr stört, warum ziehst du nicht ohne ihn los? Weil er mein Bruder ist. Ich liebe ihn. Und ich werde tun, was nötig ist, um ihn wieder von meinem Weg zu überzeugen. Wir alle sind Krieger. Und zwar bis zu unserem Tod. Ernsthaft. Ich habe mich wieder selbst übertroffen. Habe ich die Krönung verpasst? Schwer wie der Kopf. Schlimmer dran als ich. So, haben wir also gesoffen. Das Langhaus ist nicht allzu weit entfernt. Aber ich würde trotzdem sagen, was ist das denn hier? Wie viel haben wir getrunken? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, irgendwie sehe ich hier auch nicht mehr besonders viel. So, ich würde mal sagen, mit einem kleinen Blick auf die Uhr, dass ich hier einen kleinen Cut mache. Und ja, wenn ihr mich sehr verschwommen seht, liegt es nicht daran, dass die Aufnahme scheiße ist, sondern einfach nur daran, dass sie leicht besoffen ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao.